Servus zusammen. In dem Video schauen wir uns an, wie man die Sitze richtig reinigt. Was man dazu braucht, ist nicht so viel. Also einmal ein Staubsauger, dass man schön den feinen Dreck oder das Gröbere aufsaugt. Und dann braucht man noch Reinigungsmittel. Also einen Textilreiniger. Ihr könnt verwenden, welchen ihr wollt. Den Kochchemie-Polster. Je nachdem, wie die Verschmutzung ist, kann man den unterschiedlich verdünnen. Ich habe jetzt die leichteste oder die Variante genommen, 1:20. Was man dann macht nach dem Saugen brauche ich euch nicht zu zeigen, das weiß jeder, wie es funktioniert. Einfach das Gröbste aufsaugen. Dann fängt man an, dann sprüht man den Sitz ein mit dem Reiniger. Das zeige ich euch jetzt. Ich zeige euch jetzt nur die Fläche ein. Kurzflorriges Mikrofasertuch, was man auch mit dem Reiniger einsprüht. Dann verreibt man den Reiniger. Zeig ich euch jetzt mal. Geht man einfach so mit Druck rüber. Nachdem man den Sitz gereinigt hat, muss man den Reiniger noch entfernen. Dazu verwendet man einfach normales Wasser. Da habe ich normales Wasser drinnen. Da sprüht er dann einen Sitz wieder. Ruhig etwas feuchter, dann nimmt man eine saubere Seite oder ein anderes Mikrofasertuch im Optimalfall und geht mit Druck drüber und versucht den Reiniger somit aus den Fasern zu entfernen. Der letzte Schritt wäre jetzt, ein langflorriges Mikrofasertuch, ein trockenes, sauberes zu nehmen und nochmal mit etwas Druck über den Sitz zu gehen, dass man so viel wie möglich von der Feuchtigkeit entfernt. Ganz trocken wird er nicht sein, aber dass man einfach das restliche Wasser ablüften. Aber man sollte den Reiniger entfernen, weil sonst, wenn man ihn verreibt, dann erzeugt er wieder Flecken und die wollen wir nicht haben. Das war natürlich eine ziemlich saubere Fläche. Ich zeige euch jetzt, wie man es jetzt bei Flecken macht. Man kann auch eine Bürste verwenden, ändert sich eigentlich im Prinzip nicht viel. Nur, dass man dann den Reiniger aufschäumt und dann noch tiefer in die Fasen hineinkommt. Oder man verwendet einen Pinsel. Der ist im Prinzip ähnlich wie die Textilbürste. Also der kommt auch tiefer in die Fasen rein. Beim Reiniger verwendet, wenn möglich, wärmeres Wasser, lauwarm mindestens. Das erhöht nochmal die Reinigungsleistung. Saugen und jetzt mit dem Reiniger einsprühen. Reiniger einwirken lassen und etwas Reiniger auf den Pinsel geben. Die Stelle nun mit Wasser einsprühen und mit einem nassen Tuch nochmal drüber gehen. Ihr seht schon, der Fleck ist verschwunden. Nichts mehr vom Fleck da. Langes Mikrofasertuch und trocknen. Fertig. Wie ihr sehen könnt, so einfach lassen sich die Flecken entfernen. Also alles, was ihr braucht, ist ein Textilreiniger. Ich verwende den Kochchemie-Polster. Dann, also wichtig, immer wenn man Reiniger verwendet, mit Wasser ausspülen, weil den Reiniger will man nicht in den Sitz behalten. Dann, also was man braucht, eine Flasche mit Wasser. Ein langflorriges Mikrofasertuch, ganz wichtig. Es wäre auch wahrscheinlich ohne den Pinsel gegangen, aber Pinsel ist immer feiner. Dann ein kurzflorriges Mikrofasertuch, was man befeuchtet oder zum Reinigen verwendet. Dann braucht man zwei. Eins, wo man den Reiniger reinsprüht und eins, was man dann mit Wasser befeuchtet, um den
Reiniger dann zu entfernen. Dann braucht man Textilbürste, aber muss man nicht haben, ist kein Muss. Wichtig ist nur der Reiniger, ein Langfrostmikrofasertuch, ein Kurzfrostmikrofasertuch und Wasser. Halt Sprühflaschen oder das muss man haben, das hat jeder. Und das reicht eigentlich. Normalerweise macht man so Reinigung nicht, also eher gezielt, um Flecken zu bekämpfen. Oder einmal im Monat oder so geht man mit einem Reiniger drüber auf dem Sitz. Ich würde es nicht zu oft machen. Da reicht das normale Saugen für Stoffsitze meistens aus. Das gibt's nur zum Sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, es hilft euch weiter. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video sehen. Danke.